Hallo und willkommen zur neuen Folge Teacup hier bei Nächste Woche Mittwoch beim Format Schmulia Spielspiele. Beim letzten Mal haben wir uns mit den Zauberern unterhalten und diesmal werden wir eine Aufgabe für die Zauberer erledigen. Weiteres seht ihr aber jetzt gleich. Viel Spaß! What a magic mess. Vitiano und Lakovu asked for your help to find all the objects they can't find in the mess of their tent. Also die haben wirklich große Unordnung hier in ihrem Zelt und wir müssen einige Sachen für sie finden. Find all the hidden items displayed on the straw and select them with a cursor. Okay, also es ist eine Art Wimmelbildspiel sozusagen. Ich trinke nochmal einen Schluck Tee. Und dann geht's los. Also ein Ball mit einer 8, da sehe ich's doch. Und dann brauchen wir ein Schiff, ein kleines Schiff. Boah, das ist gar nicht mal so einfach. Ah doch, hier das kleine. So, eine Kerze als nächstes, hier. Eine Uhr. Wo ist denn die Uhr? Die Uhr sehe ich jetzt auf Anhieb nicht direkt. Dann gucke ich mal weiter. Eine Brille. Eine Brille. Wo ist denn die Brille? Nee, das sind nur Augen. Da hinten ist nichts. Nein. Nicht einfach. Dann ein Schlüssel. Sehe ich irgendwo einen Schlüssel? Nee, irgendwie nicht. Ach, hier ist, glaube ich, die Uhr. Ist doch schön. Die habe ich schon mal. Okay, dann ein Brief. Ja, hier sind ganz viele Zettel, aber das ist ja kein Brief. Das sind ganz viele Briefe, aber das zählt nicht. Okay, wo ist denn der Brief? Ist ein Briefkasten? Ah, da. Okay. Dann brauchen wir eine Kette, die habe ich schon gesichtet hier. Das da habe ich auch schon gesehen, was auch immer es ist. Das habe ich auch schon. Dann fehlt hier das noch. Ist es nicht? Nee, das ist scheinbar nicht der Teapot. Das zählt aber leider auch nicht. Okay, also es fehlt noch die Brille, der Schlüssel und dieser Teapot. Wo sind die Sachen? Wahrscheinlich habt ihr es jetzt schon ganz lange entdeckt. Ah, der Schlüssel ist hier, den sehe ich doch. Komm. Okay. Die sind aber teilweise wirklich sehr klein, die Sachen. Da muss man wirklich gut hinschauen. Dann fehlen nur noch zwei Sachen. Ist das die Brille? Nein. Schade. Ist da hinten? Auch nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich diese Brille nicht finde hier. Ah, da oben. Okay. Also, der Teapot fehlt noch. Der kann doch eigentlich auch nicht so schwer zu sehen sein. Da. You picked up the Cauldron of Life to take it to Lakovu and Vitiano. Also wir haben jetzt den Cauldron of Life gefunden. A strange smell emanates from the teapot. Also dieser Teapot riecht ein bisschen seltsam und wir fühlen uns auf einmal ganz komisch. Oh, wo sind wir denn jetzt? What is this place? Oh Gott, was war da in diesem Teapot? Und wo sind wir jetzt? Ob da irgendwelche seltsamen Substanzen drin waren?
Was haben die nur mit uns gemacht? Okay. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus hier, aber ich frage mich trotzdem, wo wir jetzt genau sind. It is time to sleep. Okay, es ist Zeit zu schlafen. Okay, und was steht hier? Little Pond should have a tram. Okay, also der Sumpf sollte einen Zug haben. Oder eine Straßenbahn. Oh, da sind ja wieder die Zauberer. Vitiano. Look, Lakovu, the frog is here. Unbelievable. Also ja, wir sind da. Und sie können es fast nicht glauben. Look like you found the cauldron, little froggy. Ja, wir haben ihn gefunden. And it looks like you didn't wash the tea stains again, Vitiano. Okay, und Lakovu regt sich darüber auf, dass Vitiano die Teereste nicht beseitigt hat in diesem Gefäß. How many times have I told you? Wie oft habe ich es dir schon gesagt? Slander, Lakovu. Falsehood. I couldn't be farther from the truth, you sleazy lizard. Okay. But well, welcome to the dream world. Okay, wir sind gerade scheinbar in einer Traumwelt. Sorry for the trouble. You must been confused. Ja, wir sind leicht verwirrt, auf jeden Fall. It wasn't that much trouble. We know about your search, little traveler. Please accept our most sincere apologies. Okay, also sie wussten, dass wir gerade nach Tee suchen, aber sie entschuldigen sich dafür. Dass sie, ja, egal. Yes, very sincere. This magic power might be of use for those pesky flying carpets. Okay, sie geben uns jetzt ein Pulver, das für die fliegenden Teppiche gut ist. Yes, and take this magic tea. It's what we make in the cauldron. Und wir kriegen etwas von ihrem magischen Tee, was auch immer das ist. Ich frage mich wirklich, ob das nicht einfach irgendwelche Drogen sind. Oh. Vitiano, you don't know that if you give her that she'll be able to enter the dream world as she pleases. Okay, mit diesem Tee können wir scheinbar die Traumwelt dann immer besuchen. Leave me alone, Lakovu. I like this froggy. Take it. Okay, wir haben es bekommen. Oh, you have a book? Let me show you my amazing drawing skills. Damit haben wir eine neue Zutat bekommen. Ach so, die Teekanne. See you on the other side. Okay. Trippy. Da sind wir wieder auf der richtigen Seite in der richtigen Welt. And we're back. Thank you for your help. Kein Ding. Ich habe euch gerne geholfen. Your magnificent contributions have brought balance to the universe. Ah, I can hear it resonate beautifully. Okay, wir haben wieder Balance in das Universum dafür gesorgt, dass es wieder Balance herrscht. Vitiano, how many times have we talked about lying about the universe? Wie oft haben wir schon darüber geredet, dass man nicht über das Universum lügen sollte? Lying, I may be many things, little frog. A frog, a wizard, a sorcerer, a frog, but not a liar. Okay, lügen, also ich bin vielleicht viele Dinge, ein Frosch, ein Zauberer, ein Magier, ein Frosch, aber kein Lügner. Er ist auf jeden Fall ein Frosch, würde ich sagen. Trust me when I say that your future resonates brightly. Okay, also wir haben eine gute Zukunft vor uns. Well, it seems like a nice town. We should set up our summer tent here. Ja, es ist eine tolle, schöne Stadt und sie überlegen, auch ihr Sommerzelt hier aufzubauen. Grandicious. I'll connect this tent to the others. Also scheinbar haben sie mehrere Zelte und sie verbinden sie jetzt. See you around. Good luck stopping those flying rugs. Ja, sie wünschen uns noch viel Glück bei den fliegenden Teppichen. So, das heißt, unsere nächste Station sind wieder die fliegenden Teppiche, beziehungsweise der Plaza.
Ich merke gerade, meine Stimme wird hier ein bisschen heiser. Das heißt, ich sollte vielleicht gleich mal eine Aufnahmepause machen. Aber das werde ich auf jeden Fall noch tun. Zum Plaza gehen. So, und dann muss ich mal gucken, ob ich das noch wieder finde, wo denn die Teppiche verkauft werden. Hier ist auf jeden Fall die Post. Dumm. Moment, vielleicht kann ich ja hier nochmal gucken. Da war ja noch was mit dem Sumpf. Lyndon, ja. Aber ich war ja gerade eben beim Sumpf, aber da war niemand. Da muss ich vielleicht nochmal besser Ausschau halten. Aber erstmal geht's zu den Teppichen. So, hier müsste es doch sein. Und dann schauen wir mal, ob das wirkt, was uns die Zauberer gegeben haben. Wonderful. You talk to the magicians. Ja, ich bin zu den Zauberern gegangen und habe mit ihnen geredet. A magic powder, I see. Now we just need to spread it all on the carpets. Please help me with that and the Jasmin is yours. Also wir kriegen Jasmin, wenn wir ihm helfen, hier mit dem Puder das zu verteilen auf den Teppichen. Crazy carpets all around. Stop the flying carpets inside Pankratis store. Aim the cursor at the carpets and throw magic powder until they fall. Okay, also wir müssen jetzt hier ein bisschen magisches Puder auf die Teppiche werfen. Ha! Okay. Zack, und komm. Ist gar nicht mal so einfach. Die sind ziemlich schnell. Komm. So, okay. Wo ist der nächste Teppich? Hier. Und zack. Puh, das muss ich immer aufladen. Ach so, ich muss sie mehrfach treffen. Okay. Ein paar haben wir auf jeden Fall schon beseitigt. War es das? Nein, da kommen noch welche. So. Und die beiden auch noch. Das war's. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Beautiful. Now I can continue working in peace. Thank you very much. I think I forgot to ask for your name. Ja, er bedankt sich und fragt noch nach unserem Namen. Teacup. It was lovely to meet you. Here's your Jasmin. Come whenever you want it. You need some more. Okay. Jasmin haben wir damit auch bekommen und wir können uns immer wieder Jasmin bei ihm holen. Ach, das ist doch eine schöne Zeichnung. Okay. Since you're running around town, can I ask you a small favor? Oh, jetzt möchte er noch etwas von uns. If you run into the Raccoon Brothers, can you tell them the new shipment of wool just came in? Also wir müssen mit den Waschbären reden und ihnen sagen, dass eine neue Ladung Wolle eingetroffen ist. They look intimidating, but they're the sweetest guys I know. Last thing, I heard they were in the forest. Thanks. Okay, also sie sehen ein bisschen zwielichtig aus, aber sie sind sehr nett. Und sie sind im Wald. Ja komm, dann mache ich das auch noch eben. Dann gehen wir zurück in den Wald. Ach, ich wünschte, man könnte hier die Karte schneller aufrufen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich wüsste zumindest nicht, welche Taste. Dann gehen wir nochmal in den Wald. Dum-di-dum-di-dum. Ach, diese Wege sind ein bisschen lang. Und einmal bitte zum Wald. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier ein paar Waschbären finden. So. Noch sehe ich keine. Vielleicht ja eher auf der Seite. Hier ist unser Haus. Und hier lang geht's nicht.
gibt's noch einen anderen Wald. Die werden ja wahrscheinlich nicht in unserem Haus sein. Ich gucke nochmal auf die Karte, ob es hier noch einen anderen Wald gibt. Muss ich aber erstmal nochmal hier lang gehen. So. Einmal die Karte. East Forest gibt's noch. Ja, ich würde aber sagen, das schauen wir uns dann eher in der nächsten Folge an. Dann bleibe ich erstmal hier und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß hier an diesem Projekt und findet das genauso entspannend wie ich. Ja, und dann bis zur nächsten Aufnahme, würde ich sagen. Ich denke, ich werde das alles ein bisschen so zurechtschneiden. Ihr werdet es dann ja sehen. Und ja, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.